So, jetzt kommt mein Lieblingsthema, über das ich seit nunmehr fast 35 Jahren spreche. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau. War das ein Klingelton? Oder? Hätte ich auch gern. Frauen kommunizieren, wie Sie wissen, um soziale Bindungen herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Männer als Jäger und Beuter sprechen traditionell nur das Nötigste, um das Wild nicht zu verscheuchen. Eine typisch männliche Kommunikation wäre zum Beispiel Skalpell, Tupfer, Säge, Klemme, 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 zunähen. Das klingt natürlich bei einer Chirurgin anders. Eine Chirurgin wird sagen, ach Schwester Marita, sind Sie mal so lieb, darf ich mal die Säge, danke. Sagen Sie mal, ist Ihre Jüngste jetzt eigentlich schon eingeschult? Ist so. Also ich glaube, dass es so ist. Man weiß es ja nicht, man kriegt es als Patient ja nicht mit. Wenn man Glück hat. Aber ich denke, es ist so. Damit Sie mal eine Zahl haben, man hat festgestellt, ein durchschnittliches Paar wechselt im Laufe von 3 Monaten circa 2 Millionen Wörter. Auf den Mann entfallen dabei 50, 60. Ne? Der Mann kann dieses unausgesetzte verbale Überangebot natürlich nicht händeln. Denn er ist ja auf der Suche nach nützlichen Informationen. Die ihm im brutalen Überlebenskampf dienlich sein könnten. Na nur, die sind ja nicht da. Ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Die Frau kommuniziert ja, um Nähe herzustellen. Um es allen Beteiligten nett zu machen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und es stimmt auch nicht, dass Frauen nicht zuhören. Die hören sehr genau zu. Sie ziehen nur andere Schlüsse aus dem Gehörten, als der Mann erwartet. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie, die Männer jetzt, haben Scheiße gebaut. Ne, haben bei der Weihnachtsfeier mit der Sekretärin. Jetzt sind Sie ein bisschen durcheinander, kommen nach Hause und sagen, Schatz, muss ja was beichten. Puh, glaube ich, habe eine Dummheit gemacht. Und dann sagt die Frau, nein, du hast doch nicht den Ring gekauft, den ich mir schon so lange wünsche. Und dann haben sie 2 Probleme. Das ist etwas ganz typisch Weibliches, dieses immer was mitgebracht kriegen wollen. Ne? Jensi, hast du mir was mitgebracht? Mausi, ich komme vom Klo. Frauen sprechen immer. Bei allem. Warum? Weil sie es können. Frauen arbeiten mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig. Der Mann arbeitet jeweils nur mit einer Gehirnhälfte. Im Idealfall. Sieht also so aus, ich sitze mit meiner lieben Frau im Kino. Ich möchte den Film sehen. Wir können gerne anschließend was trinken gehen, über den Film reden, bis er morgen graut. Ist ja kein Thema. Nur erst würde ich ihn gerne sehen. Ganz anders, meine liebe Frau. Sie möchte primär über den Film kommunizieren. Mühelos auch ohne ihn gesehen zu haben. Spätestens aber, während sie ihn sieht. Schatzi, meinst du, die kriegen sich? Um das zu erfahren, sitzen wir hier. Ich habe einmal während eines Films über ihn kommuniziert. Ich werde das nicht wieder tun. Ist nicht gut gelaufen. Es war der Sat.1 Zweiteiler, das Wunder von Längede. Meine Frau und ich, wir gucken den zweiten Teil. Jan-Josef Liefers stirbt.
unter Tage. Heike Makatsch. Wird Witwe. Über Tage. Meine Frau erleidet einen seriösen Weinkrampf. Ich wiege sie in meinen Armen. Das ist auch so ein Unterschied. Männer und Frauen wiegen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, um ihr Gewicht zu kontrollieren. Frauen wiegen sich traditionell abends, nach dem Abschminken. Männer morgens am Kacken. Aber andere Sache. Ich wiege meine konvulsivisch zuckende, hemmungslos schluchzende Frau das T-Shirt voll mit Rotz und Schnodder. Sie sagt, geht dir das nicht nahe? Und ich, klar, wenn ich mit Heike Makatsch verheiratet wäre und sterben müsste, wäre ich auch angepisst. Das habe ich gedacht. Gesagt habe ich, ja sicher. Wenn ich sterben würde, würdest du dann noch mal heiraten? Mäuselein, wie kommst du denn auf sowas? Auch nicht Heike Makatsch! Schatz, sie ist gerade Witwe geworden. Der muss man noch ein bisschen Zeit lassen. Oh. Männer, ein Rat. Versucht nie in emotional angespannten Situationen im häuslichen Rahmen witzig zu sein. Es besteht keinerlei Nachfrage. Ich weiß das wohl. Trotzdem passiert es mir dauernd. Ne? Berufsmacke. Letztens wieder. Meine Frau sagt, Schatz, ich habe eine neue Creme. Da hätte ich noch gehen können. Einkaufen, Müll runterbringen, irgendwas. Aber nein, ich blieb. Und sie fuhr fort, wenn man die in die Oberschenkel einmassiert, kriegt man dünnere Oberschenkel. Und statt die Fresse zu halten, quatsche ich nach, was mir dieser Comedy-Kobold auf meiner rechten Schulter ins Ohr flüstert. Kriegt man dann nicht auch dünnere Finger? L'Allemagne, zéro point. Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, Schätzelein. Was willst du mit dieser Creme? Du hast ja die schönsten Oberschenkel der Welt. Sie bewegen sich wie stahlglänzende Pleuelstangen im Widerlager deines Schoßes. Dafür hätte Gott einen Designerpreis verdient. Das wäre es gewesen. Ne? Ist mir aber nicht eingefallen. Frauen sprechen natürlich auch beim Sex. Männer natürlich nicht. Ich kann nicht. Ein Gefühl fühlen und parallel über es quatschen. Ich habe alle Synapsen, Neurotransmitter und Ganglienknoten voll damit zu tun, es zu fühlen. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich sagen sollte. Gut, ich könnte natürlich wahllos irgendwelche Informationen streuen. Ich könnte sagen, mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Mein linker Hoden ist eingeklemmt. Ich habe Hunger.
Wollen wir uns eine Pizza bestellen? Ja, das ist aber nicht die Ebene, auf der eine Frau beim Sex kommunizieren möchte. Eine Frau sagt, während der Mann stumm und verbissen vor sich hin pumpt, so Dinge wie: Es ist so schön, dich in mir zu spüren. Was soll ich jetzt sagen? So, so. Na, guck mal einer an. Ja, wer hätte das gedacht? Na, dann genieß es mal. Mehr wird's nicht. Natürlich ist mir klar, dass sie jetzt irgendwo mit einem Gegenkompliment rechnet. Ja, aber so einfach ist das nicht. Ich bin Schriftsteller. Muss ich erst mal an den Computer. Ich muss das hier auf dem Schirm sehen. Es ist besser zu sagen, ja, ich finde es auch schön, mich in dir zu spüren. Oder ist es zu ich bezogen? Vielleicht besser, ja, ich finde es auch schön, dich um mich herum zu spüren. Das muss doch alles nicht sein. Ganz toll beim Sex finde ich ja diese direkten Fragen. Woran denkst du jetzt? Ich kann doch nicht sagen, kennst du nicht?